Das Fiepen im Ohr, auch Tinnitus genannt, ist vielen Menschen ein ständiger Begleiter. Aber die Wissenschaft hat in den letzten Jahren ihr komplettes Wissen quasi auf den Kopf gestellt. Und was man heute darüber weiß, unterscheidet sich radikal von dem, was man noch vor 20 Jahren davon wusste. Guten Morgen! Grund genug, mich mit dieser Thematik mal intensiver auseinanderzusetzen. Zum einen unterscheidet man zwischen objektiven Tinnitus und subjektiven Tinnitus. Die Begriffe kommen daher, dass ein objektiver Tinnitus von außen als, ja, als Schallquelle innerhalb des Körpers ausgemacht werden kann. Das können zum Beispiel Strömungsgeräusche in Blutgefäßen aufgrund von Gefäßmissbildungen sein. Aber der Tinnitus ist nur in 1% der Fälle ein objektiver. In 99% der Fälle, also fast immer, spricht man von einem subjektiven Tinnitus, da das Geräusch von anderen quasi nicht wahrgenommen werden kann. Es ist also eine Art Phantomwahrnehmung. Es entsteht im Gehirn und als quasi abnormale neuronale Aktivität, obwohl kein entsprechender Reiz vorliegt. Eine Art neuronale Störung sozusagen. Lange ging man in der Wissenschaft davon aus, dass der Tinnitus im Innenohr entsteht. Aber mittlerweile ist dieser Ansatz komplett verworfen. Auch durch die Tatsache, dass ein Durchtrennen des Hörnervs nicht zur Beendigung des Tinnitus führte. Eine interessante gerade erschienene Studie, die ich euch wie immer unten in die Infobox verlinke, die hat attestiert, dass mindestens 10% und wahrscheinlich 25% der Menschen unter Tinnitus leiden. Also kann man hier durchaus auch von einer Volkskrankheit sprechen. Und nicht alle Menschen haben mein Mindset und akzeptieren den Tinnitus einfach und freuen sich sogar, wenn man hin und wieder dieses meditative Fiepen hört und man auch so ein bisschen benommen und schwindelig wird. Ne? Sondern für viele Menschen ist der Tinnitus ein massives Problem. Nicht zuletzt natürlich auch dadurch, dass es eben dabei auch zu Konzentration und zu Schlafstörungen kommen kann. Vor allem wenn man emotional dagegen ankämpft. Aber auch wenn die Geräusche eingebildet sind, so haben sie dennoch oft einen organischen Grund, der eben in der Beschädigung des Hörsystems liegt. Und da ist vor allem die erhöhte Lautstärke in unserer Gesellschaft schuld. Und damit eigentlich wir in allererster Linie selber auch. Denn ja, wir sind eventuell in die Disco gegangen, wir haben Kopfhörer in unsere Ohren gesteckt und wir begeben uns nach wie vor in Situationen, wo es laut ist. Und unser sensibles Gehör wird dann überlastet. Und denkt man nach, dann ist es auch ganz logisch. Wann ist es denn in der Natur, also in der Umgebung, wo wir entstanden sind, mal wirklich richtig laut? Beim großen Gewitter 5-6 Mal im Jahr? Bei einem Orkan? Oder wenn irgendwie mal so eine 100-jährige Eiche vor dem Fuß kracht? Die Situationen sind sehr rar gesät. Aber heute der Straßenlärm, der Lärm bei der Arbeit, Lärm beim Hobby, überall Lärm. Und das belastet unser Gehör immens. Das bedeutet, die Sinneszellen im Ohr werden überstimuliert und damit geschädigt. Das bedeutet, dass schwächere Signale von den Sinneszellen im Innenohr an die primäre Hirnrinde weitergeleitet werden. Das Gehirn passt sich daraufhin an und versucht die Geräusche quasi neu zu ordnen, die Informationen zu ergänzen. Man spricht dabei von einer Reorganisation. Nur passieren innerhalb dieser neuralen Neuorganisation logischerweise auch Fehler, da eben die Lücken ausgelöst von defekten Sinneszellen existieren. Und so entsteht de facto im Gehirn ein Geräusch, was es eigentlich gar nicht gibt. Unser Gehirn hat es erschaffen. Und dann sind wir schon wieder bei dieser, was ich schon angerissen habe, dieser emotionalen Bewertung, die ja selber ja auch eine neuronale Aktivität darstellt und wie man an empirischen Studien belegen kann, starken Einfluss auch auf den Tinnitus hat. Wer sich vom Tinnitus gestört und bedroht fühlt, der wird auch emotional in den Kampfmodus gehen, welcher im Gegensatz zur Akzeptanz eine Verschlimmerung der Situation darstellt. Denn wogegen kämpft man denn? Gegen das Ergebnis einer falschen Reorganisation unseres Gehirns. Dagegen kämpfen wir, wenn wir uns darüber aufregen über den Tinnitus. Unser Gehirn, was aus allen zur Verfügung stehenden Informationen das Beste gemacht hat, darüber regen wir uns auf. Das Gehirn kann nichts dafür, dass die Sinneszellen im Ohr keine akkuraten und deutlichen Signale mehr aussenden. Ne? Es tut, was es kann. Wenn ihr einen Toningenieur eure verkratzte Lieblings-CD gibt und ihn darum bittet, zu retten, was zu retten ist, dann wird er eventuell ein paar Sequenzen der Songs wiederherstellen können. Aber wenn zum Beispiel in einem Song der Refrain komplett zerstört ist und fehlt, dann
Ahnet ihr doch auch nicht, dass der Toningenieur dann mal schnell die fehlenden Informationen akkurat einspielt mit seiner Gitarre oder so? Wer soll denn der Toningenieur wissen, wie der Refrain geht? Die Information ist einfach nicht da, also gibt es keinen Refrain. Und ähnlich ist das mit unserem Gehirn, wo keine Informationen sind, aber eventuell welche sein könnten, wer ergänzt das Gehirn dann eben und dann entsteht eben neuronal oder neuronal dieser Ton. Aber Herrgott, das ist doch nichts, was Wut hervorbringen muss. Das ist eine ganz normale logische Konsequenz. Natürlich kann man sich erstmalig, wenn man sozusagen indirekt erfährt, dass ein paar Sinneszellen im Ohr abgeraucht sind, ja, sich ärgern. Na klar, das würde man auch bei der Lieblings-CD machen, wenn der Toningenieur sagt, der Refrain ist weg. Aber irgendwann ist dann auch mal gut. Dann sollte man den Tinnitus einfach akzeptieren als logische Folge. Und das ist das Allerwichtigste. Und natürlich sollte man auch in Zukunft laute Umgebungen meiden und natürlich seinen Arbeitsplatz anpassen oder wenn es nicht geht, kündigen. Natürlich sollte man einen Ohrschutz mit in Konzerte oder laute Veranstaltungen nehmen und natürlich sollte man eine neue Bewusstheit für die Intensität der Geräusche entwickeln. Leider lernen wir in der Schule viele Dinge, die nur peripher wichtig sind. Warum sich die eurasische Platte unter die asiatische schiebt, ne? Oder warum und weswegen Karl der Große in den Krieg gezogen ist und so weiter und nicht die Dinge, die wirklich von realer Bedeutung für unsere Gesundheit sind. Aber was Hänschen nicht gelernt hat, das muss eben der Hans lernen. Das ist die, ja, die Anti-Opfer-Interpretation des Spruchs quasi. Und daher geht meiner Meinung nach wirklich mit dieser Situation des Tinnitus real um. Ich sehe das als logische Konsequenz. Klar, ihr müsst nicht vor Freude im Kreis tanzen, weil ihr euer Gehör zerschossen habt, aber demütig akzeptieren, das ist auch insofern wichtig, da eben Emotionen, wie schon erwähnt, auch neuronale Aktivitäten sind und entsprechend man, wenn man stressfrei, entspannt und ruhig ist, auch wie die Studien zeigen, weniger von diesen Geräuschen wahrnimmt. Es gibt ja auch Menschen, die in einer tiefen Ruhe, einem Trancezustand sogar ihr Gehirn so trainieren können, dass sie nicht mal die Geräusche, die tatsächlich existieren, wahrnehmen. Also relaxt und sagt eurem Gehirn, dass es vollkommen in Ordnung ist, Lücken zu lassen. Dass eben nicht immer alles laut sein muss. Dass nicht immer Geräusche existieren müssen. Dass es sich auch einfach mal friedlich zurückziehen kann und nichts reorganisieren muss. Dass eben nichts zu reorganisieren gibt. Einfach mal die Ruhe fühlen, Ruhe sein, mit all seinen Sinn. Ich hoffe, ich konnte euch heute zum einen gut informieren und zum anderen eine Anregung geben, wie ihr mit diesem Tinnitus besser umgehen könnt und euer Leben damit auch verbessern. Wenn ihr das Video mochtet, freue ich mich wie immer über einen Daumen und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und auch auf anderen Ebenen des Lebens zufriedener werden wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ich möchte dein Leben verbessern und das ist meine große Freude jeden Tag. Und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.